Mr. Aiken, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? 27. Und hatten Sie schon öfter Fälle wie den meinen? So einen Fall hat es nie zuvor gegeben. Am 14. April 1865 wurde in Washington ein tödlicher Anschlag auf Präsident Abraham Lincoln verübt. Was nur wenige wissen, der Mörder war kein Einzeltäter, sondern Teil einer groß angelegten Verschwörung. Eine einzelne Kugel hat unseren geliebten Präsidenten getötet, aber nicht ein einzelner Mann! Hollywood-Ikone Robert Redford führte Regie bei Die Lincoln-Verschwörung, einem fesselnden Drama vor geschichtlichem Hintergrund mit hochkarätiger Besetzung. Sie sind der Unterbringung, Bewirtung und Unterstützung von John Wilkes Booth, John H. Surratt und ihrer Verbündeten angeklagt, die in einer verräterischen Verschwörung die Ermordung von Präsident Abraham Lincoln, Vizepräsident Andrew Johnson und Außenminister William Seward planten. Was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Und wo liegt die Wahrheit? Diese Frage hat mich schon immer interessiert. Und darum geht es hier. Zu den Beschuldigten gehört auch eine Frau, Mary Surratt, gespielt von Robin Wright. Die Pensionsbesitzerin wird genau wie ihr Sohn John angeklagt, ihm jedoch die Flucht gelingt. Ich bin unschuldig. In meinem Film geht es auch um die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn. Mary opfert sich, ist dickköpfig und resolut. Sie tut alles, um John zu beschützen. James McAvoy spielt den jungen Anwalt Frederick Aiken. Ausgerechnet er, der im Krieg für die Nordstaaten zum Held wurde, soll die Verteidigung der Südstaatlerin übernehmen, die er zunächst für schuldig hält. Ich habe genug von Ihren Lügen. Sie sind so blind vor Hass, Mr. Aiken. Sie können die Wahrheit gar nicht mehr erkennen. Ja, mein Sohn hat den Norden gehasst, wie wir alle. Was könnte ein Südstaatler auch für euch empfinden, außer tiefen Hass? Doch mein Sohn hatte sich nicht verschworen, euren Präsidenten zu töten. Er hatte sich verschworen, ihn zu entführen. Aiken versucht im Verlauf des Prozesses, die Ungerechtigkeiten des Tribunals aufzudecken. Es geht um die verfassungsmäßigen Rechte des Einzelnen und dessen Behandlung vor Gericht, ganz gleich, ob schuldig oder unschuldig. Was da im Gericht mit Mary Surratt geschieht, ist abscheulich. Über ihr Schicksal richtet einzig und allein das Tribunal. Meine Sorge gilt dem Fortbestehen der Union. Wieso habe ich für die Union gekämpft, wenn meine Rechte nicht gewahrt werden? Sagen Sie es mir! Mit solchen Worten können Sie Truppen mobilisieren, aber kein Land regieren. Unser Präsident wurde ermordet. Und irgendjemand muss zur Verantwortung gezogen werden. Das Volk will es so. Was im Gerichtssaal mit dieser Frau geschah, hat die Welt geprägt. Ich finde es deshalb wichtig, dass wir die Geschichte erzählen. Ich kann nicht ignorieren, was da vor Gericht geschieht. Sie bestimmen die Regeln, wählen die Richter aus. Ich verlange eine Verhandlung vor einem unabhängigen Gericht. Es reicht! Unsere Gründungsväter haben eine Verfassung aufgesetzt. Und zwar genau für Zeiten wie diese. Wer stimmt dafür? Lassen Sie nicht aus Rachsucht eine solche Ungerechtigkeit geschehen. Oscar-Preisträger Robert Redford ist ein vielschichtiges und hochspannendes Drama gelungen, das Fragen aufwirft, die auch heute noch aktuell sind. Die Lincoln-Verschwörung. Ab 29. September im Kino.